Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastel-News und heute zeige ich euch mal, wie man die kleinen süßen Leuchtis bastelt. Der hat seinen Bauch schon ganz verschoben jetzt. Ja, geht's los. Und zwar, wir fangen jetzt erstmal an mit der Kugel zum Satinieren. Das machen wir mit der Metallic-Farbe. Ja? Und zwar gehen wir hier, nehmen wir ein Schwämmchen und werden das einmal so absatinieren. Ja? Und zwar kannst du das auch auf Gläser machen zum Beispiel. Heute ist es heute auf Blech. Unsere Metallic-Farben könnt ihr auf alle Untergründe betupfen und dann bleibt es aber durchscheinend. Ja? Also ihr macht es praktisch ringsrum. Ich mache jetzt einmal nur eine Seite, weil ich lasse dann normal immer ein bisschen antrocknen und mache erst die zweite, sonst muss man es so blöd halten. Ich habe es schon mal vorbereitet. Jetzt gehen wir erstmal her und werden wir mal unseren Schneemann erstmal weiß tupfen. Den machen wir jetzt erstmal komplett tutti weiß da um, so darüber nur, weil das Mützel oben kriegt ja andere Farbe. Und so macht sie das jetzt praktisch einmal ringsüber. Ja, also das wird alles weiß. Bis daher aber nur mal, jetzt mal das in der, unten noch aussparen, weil da müsst ihr ganz fest aufpassen, dass ihr keine Farben reinbringt. Weil da müssen nämlich jetzt diese Teile mit rein. Und die malen wir dann erst oben, wenn sie schon drinnen stecken. Ja? Also wir werden die praktisch rein, nicht kleben, ganz wichtig. Ja, nicht kleben, sondern einfach nur reinstecken. Ein Pinsel nehmen. Gut, jetzt habe ich Metallic erwischt. Und dann einfach da hergehen und den weiß machen. Ja? Also wie gesagt, nicht kleben, aber wenn sie jetzt mal rausfallen, weil wenn sie das erst vorher weiß malt, dann gingen die meistens nicht mehr rein. Ja? Bei manchen Dingen ging es ein bisschen streng, darum bemale ich das immer so, dass man einfach daher geht, tupft bis daher, steckt wieder seine Teile mit rein und dann kann man ja wieder weiterarbeiten. Ja, das zeige ich aber jetzt nicht alles, sondern wir zeigen jetzt einmal, wie man das Gesicht fertig malt. Ich habe das dann schon mal vorbereitet, wie immer. Kennst du mich ja. Alles hier schon vorbereitet. Jetzt machen wir mal das, dass das ein bisschen extremer weiß wird da oben noch. Machen wir noch schön weiß. So, da müssen wir auch noch mal ein bisschen drüber gehen. Und da brauchen wir jetzt auch ein bisschen eine Grauschattierung rein, dass der nicht ganz so uni ist. Dann schattieren wir den jetzt erstmal ein bisschen da oben rüber. So beim Näsler, beim Kinn ein bisschen entlang. So ganz leichten Graustich. Schaut immer, dass ganz wenig Farbe auf eurem Pinsel ist. Dann geht es auch super. Und wenn ihr mal ein bisschen mehr gehabt habt, dann werdet ihr es einfach wieder verwischen. So, so können wir den jetzt praktisch da nochmal ein bisschen nachgehen. Aber es jetzt noch nicht verdeckt hat. Und ihr seht schon, die Konturen bleiben eigentlich erhalten, sodass ihr nachher gar keine Kontur nachfummeln müsst. Jetzt machen wir unser Mützchen noch. So, da lang. Das machen wir jetzt erstmal rotes. Das könnt ihr jetzt wieder mit den Sternchenstempel zum Beispiel bestempeln oder könnt ihr Tüpfchen drauf machen, was euch immer euch am besten gefällt. Oder macht einfach nur ein bisschen Schnee mit drauf. Das kann man auch immer gut machen. Aber da gibt es ganz viele Musterbilder von denen. Könnt ihr mal auf Instagram schauen oder auf Pinterest. So, dann nehme ich jetzt ein bisschen Dunkelrot noch, mache da ein bisschen Schattierung noch her. Den Pommel, den brauche ich jetzt gar nicht aufpassen, weil den habe ich nämlich extra. Schaut her. Und den hockt man dann da oben drauf. So, jetzt machen wir unsere Nase noch. Und wenn euer Weiß jetzt schon trocken ist, dann können wir nachher dann mit dem Weiß einfach nochmal ein bisschen Schattierung reinmachen. So, jetzt fahren wir erstmal die Nase noch. Also ganz dünn die Farbe drauf. Die Ränder könnt ihr natürlich dann auch wieder mit ummalen. Genau,
ich mal die auch immer hinten an, also die sind immer bei mir beidseitig angemalt, sodass wenn er umdreht ist, und dann kann euch die Christine gleich mal zeigen, da ist jetzt der Schlitz drinnen, da ist jetzt die Lichterkette unten. Und bei dem anderen, da haben wir sie als Spardose verwendet, weil die haben so Sparschlitze drinnen und da könnt ihr ja natürlich auch eine Spardose draus basteln. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen und mache jetzt da mal noch ein bisschen Schattierung rein, dass die Nase nicht ganz uni ist. So passt das schon. Und dann machen wir ihm seinen Mund gleich noch rot, seine Zunge. Da müsst ihr jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Der hat immer mit dem Mund, da ist ein bisschen kritischer. Aber wenn man notfalls kennt, auch mit den Aquarellbuntstiften arbeiten, für die, die nicht so geübt sind. Dann können wir es mit denen nicht machen. Oder macht es mit dem Posca-Stift, da könnt ihr es auch gut machen. Jetzt werden wir mal das noch schwarz machen. So, oder? Und wenn ihr jetzt nicht so viele Farben habt, könnt ihr mir natürlich schwarze Augen machen. Aber wir machen jetzt mal eine andere Farbe. Dann machen wir mal blaue. Dann machen wir mal Metallic. So, einmal. Das ist jetzt der Eisi, wo wir da angemalt haben. Und zum Zusammenbauen sage ich echt dann, wie der Frosty ausschaut. Dann gibt es natürlich auch im Set, es gibt auch den Rudi im Set. Müssen wir da ein bisschen drüber, dass das noch ein bisschen ausbessert ist. So. Jetzt mache ich ganz viel von den, ganz viel Weiß und ganz wenig vom Blau noch. Und da können wir ihm da im Auge noch so ein bisschen einen Schatten machen. Waschen wir mal unseren Pinsel nochmal aus, nehmen wir nochmal ein bisschen Weiß dazu. Da könnt ihr auch gerne das Metallic nehmen, das, wenn ihr jetzt das eh schon da habt, dann ist das gar kein Problem nicht. Das kriegen die Augen gleich ein bisschen einen Glanz. Ihr könnt natürlich auch nachher 3D-Lack noch drauf machen, wenn ihr die Nasen zum Beispiel ganz plastisch haben wollt. So, dann kriegt ihr jetzt einmal einen Punkt ins Auge. So, da lang. Somit malt man ein Eisi, ja, also da die Kontur, kennt ihr jetzt, wird es jetzt nicht mit Schwarz nachgezogen, sondern wenn, dann eher mit Grau, ja, dass ihr da ein bisschen so einen Absatz habt von der Mütze. Es muss nicht immer ganz schwarz sein, dass nicht gar so der Kontrast so stark ist, sondern da könnt ihr auch gut mit dem Grau jetzt mal ein bisschen arbeiten. Und dann kleben wir da unseren Pommel noch fest. Und dann ist der eigentlich so weit gediegen. Wie gesagt, wichtig, die Sachen nicht neigleben, sondern weil die müssen sie jetzt noch bewegen können. Jetzt sage ich euch mal, ich habe das nämlich vorbereitet. So, und unsere Kugel, die steckt mir jetzt erstmal zusammen, sodass das vernünftig zusammenpasst. Ihr braucht ja keine Angst nicht haben. Wenn die Sachen trocken sind, dann lasst sie das nicht mehr runterkratzen. Also wenn es dann mit dem Fingernagel auch kratzt, wenn es richtig trocken, austrocknet ist, dann geht es wunderbar. Jetzt werden wir natürlich schauen, dass das hintere Teil da unten drinnen ist und die vorderen zwei, die stellen wir ein bisschen leicht schräg so nach vorne. Darum haben wir es nicht reingelebt, weil dann schlupft unsere Kugel jetzt da besser rein. So, da la. Seht ihr das? Und dann könnt ihr das feststellen. Jetzt, wenn ich es unten habe, mache ich ihn als Lichterkette. Will ich ihn aber jetzt anders, dann mache ich das nochmal raus. Dann drehe ich das nach oben. So, da, auf die andere Seite rüber. Und dann habt ihr den Schlitz oben genau mittig, sodass ihr dann das als Sparteil hernehmen könnt. Ja? Dann kommen wir die Arme noch, die müssen wir noch draufkleben. Den haben wir mal auf der verkehrten Seite schattiert. Das machen wir jetzt noch schnell. Oh, das ist ein Ruder. Den können wir jetzt nicht brauchen. Ich mache da noch schnell eine Schattierung drauf. Auf den Arm. Die Füße habe ich schon vorbereitet. Und natürlich die Punkte für die, auf dem Bauch haben wir auch schon hergekriegt. So. Jetzt den Arm, den könnt ihr jetzt gut noch mit dem Bastelkleber ankleben.
kommt der nämlich da oben so draufgesetzt. Schaut, dass da die Rundung habt. Das ist wichtig, dass das da übereinstimmt da oben. Und dann einfach nur feste andrücken. Und dann können wir unsere Füße auch gleich noch reinpappen. Da machen wir jetzt einfach da unten so rechts und links ein Tropferlkleber her. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir die richtige Seite oben haben. Haben wir. So, dann ist das schon mal drin. Ja. Wunderbar, das hält noch. Jetzt müssen wir aber unsere Punkte da drauf kleben und das geht jetzt mit dem Bastelkleber nicht so toll, außer ihr könnt es so hinlegen, dass es also wirklich gerade bleibt. Ja? Ich nehme dazu einfach jetzt einen Tropfen Heißkleber, gehe her, mache da einen Tröpfel Heißkleber drauf, so einen kleinen Tropfen aufs Teil und dann klebe ich mir die da oben drauf, wo ich sie habe. So ein bisschen, dass sie mittig sind, das ist immer wichtig. Und den auch. So. Und jetzt könnt ihr, wie gesagt, entweder Lichterkette einbauen oder ihr nehmt einen Sparschneemann für Weihnachten. Da oben können wir jetzt noch ein bisschen mit der Ding ausbissen. Da hat das noch nicht so gut gedeckt. Da machen wir noch mal ein bisschen drüber. Dass das noch schöner weiß ist, da der Arm, dass der Übergang auch schön ist. So, und dann ist er schon fertig. Das ist der Frosty und der Eisi. Ihr könnt euch einen anderen Schal dazu bestellen, wenn ihr wollt. Und dann habt ihr alles beieinander. Bis zum nächsten Mal, euer Petra.